Toll. Man fragt sich, wann es wirklich, wie weit es zu uns, wie diese Welle sich fortbewegt und dann einmal zu uns kommt. Aber wahrscheinlich nicht aufzuhalten. So, hier sollten unsere 360 Talks eigentlich zu Ende sein. Aber dann kam das große Aber. Und zwar haben wir eine Bewerbung bekommen. Also wir haben, genau das ist passiert, was wir uns erhofft haben. Nämlich, dass es wirklich einfach spannend wird, hier dabei zu sein und dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte hierher kommen, ich möchte hier auf der Bühne stehen, weil das ist ein tolles Publikum. Und genau das ist passiert. Wir konnten nicht Nein sagen, weil diese Dame hat hinter den Ohren, dick hinter den Ohren, sie macht 100.000 Sachen, macht einen Podcast, hat Rechtswissenschaften studiert und hilft jungen Unternehmerinnen, spannende Online-Businesses zu gestalten. Außerdem hat sie zu unserem Thema Digitalität, was bleibt, einen wirklich spannenden Zugang. Und deshalb nun Bühne frei, Frau Dr. Julia Herrmann. Hallo. Es gibt keine Alternative zu digitaler Transformation. Jeff Bezos. Aber es zählt der Mensch mit seinen Emotionen. Digitalisierung macht die Welt smarter. Sie macht sie leichter und schneller, besser und genialer. Es sind Sachen möglich, die haben wir uns nie erträumt oder dran gedacht. Und heute leben wir diesen Traum. Ich selbst habe mein Business online gegründet. Ich habe es nicht digital transformiert, ich habe es digital auf die Welt gebracht. Ich kann zu jeder Zeit auf der ganzen Welt mit Menschen von der ganzen Welt arbeiten, in Workshops gehen, Konferenzen halten und zusammenarbeiten. Digitalisierung macht mein Leben grenzgenial. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass der Mensch vom Menschen kauft und dass der Mensch an die oberste Stelle rücken darf, wenn es um die Digitalisierung geht. Ich habe euch heute zwei Themen mitgebracht. Zum einen ein Kundenthema aus dem Alltag und das andere sind Mitarbeiter in Unternehmen. Hallo. Es gibt keine Alternative zu digitaler Transformation. Jeff Bezos. Aber es zählt der Mensch mit seinen Emotionen. Digitalisierung macht die Welt smarter. Sie macht sie leichter und schneller, besser und genialer. Es sind Sachen möglich, die haben wir uns nie erträumt oder dran gedacht und heute leben wir diesen Traum. Ich selbst habe mein Business online gegründet. Ich habe es nicht digital transformiert, ich habe es digital auf die Welt gebracht. Ich kann zu jeder Zeit auf der ganzen Welt mit Menschen von der ganzen Welt arbeiten, in Workshops gehen, Konferenzen halten und zusammenarbeiten. Digitalisierung macht mein Leben grenzgenial. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass der Mensch vom Menschen kauft und dass der Mensch an die oberste Stelle rücken darf, wenn es um die Digitalisierung geht. Ich habe euch heute zwei Themen mitgebracht. Zum einen ein Kundenthema aus dem Alltag und das andere sind Mitarbeiter in Unternehmen. Die Kaufentscheidung von Kunden ist so eine besondere Sache. In den letzten Monaten und Jahren ist mir immer wieder der Autokonfigurator in die Hände gekommen. Ein ziemlich cooles Ding, basiert nach einem Schemata X. Du gibst ein das Modell, suchst dir die Farbe aus, die Bereifung und dann wird es etwas tricky. Ich habe zum Beispiel selbst ein Auto ausgesucht und habe mir dann ein Paket ausgewählt. Mit besonderen Sitzen, es war ein Sechssitzer. Dann habe ich noch ein Soundsystem dazu gewählt und Ledersitze und dann das nächste Paket gewählt und es waren ein bisschen mangelhafte Informationen dran. Was ist am Ende rausgekommen? Ein Auto, das ein Viersitzer war, weil die Sechssitzer nicht kompatibel mit den Ledersitzen waren, die ich ausgewählt hatte und den Tisch, den ich für meine Reise eingefügt hatte, der war auch nicht kompatibel mit dem Auto. Was will ich damit sagen? Der Mensch entscheidet in einer Art Inner Human Box.
die Intuition. Es ist eine Emotionswelt. Er entscheidet aufgrund von Gefühlen. Und diese Inner Human Box ist aber auf der ganzen Welt einzigartig. Das heißt, der Konfigurator mit dem Schemata X kann diese Emotionen nicht einfangen. Oder zumindest war mein Auto am Ende nicht das, wo ich gesagt habe, yes, genau das habe ich eingegeben, das will ich haben. Ich wünsche mir einen Konfigurator, wo ich Emotionen eingeben kann, wo ich eingebe, ich will Spaß haben, ich will richtig guten Sound, das Auto soll schnell sein und die Sitze bequem und wenn ich 6 Leute damit transportieren will, dann sollen die auch mit dabei sein und Spaß haben. Deshalb gilt es, die Emotionen auf die erste Stelle zu setzen und bei der Digitalisierung, bei so einem Konfigurator mit einzubinden. Das nächste Beispiel sind Mitarbeiter in Unternehmen. Es sind sehr, sehr viele Angestelltenjobs natürlich von der Automatisierung betroffen. Das ist positiv. Neue Technik, Digitalisierung ist in den Unternehmen bereits allgegenwärtig. Aber es gibt 2 Säulen, auf die man zu achten hat als Unternehmer, als Vorstände, Geschäftsführer. Das sind die Skills und das Mindset. Die Skills in Unternehmen funktionieren schon recht gut. Die Mitarbeiter werden eingeschult, sie werden fortgebildet, weitergebildet. Die neue Technik kommt und die Skills werden beigebracht, so dass das Ganze gut funktioniert. Was aber öfter vergessen wird oder wo man nicht so genau hinschaut, ist das Mindset. Denn der Mitarbeiter selbst, der hat Ängste, der hat so ein gewisses Druckgefühl im Bauch, fühlt sich nicht ganz wohl mit der neuen Technik oder mit dem Roboter. Das ist aber kein Problem, weil wenn man hinschaut und sich das Mindset des Mitarbeiters ansieht, dann kann man da entgegenwirken oder mit unterstützen und begleiten. Denn wenn man den Menschen hier an die erste Stelle stellt und da mit den Emotionen arbeitet und die Mitarbeiter Digitalisierung im Unternehmen annehmen, dann bleiben die Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeitereinbindung ist am Ende alternativlos. Ein persönliches Herzensthema von mir ist deshalb eins, weil es juristisch da noch etwas Nachholbedarf gibt. Der Algorithmus in meiner Arbeit ist jetzt vor allem der Social Media Algorithmus ein Thema. Ich habe heute aber ein Beispiel mitgebracht aus einem Bewerbungsprozess. Stellt euch vor, eine Bewerbungssoftware, die hat einen Algorithmus dahinter stehend und es bewerben sich ganz viele Menschen. Es geht um eine Ausschreibung für Ingenieure im Hochbau und deshalb zufällig, es bewerben sich mehr als 90% Männer, 10% Frauen. Der Algorithmus erkennt das und geht nach und nach seine Schiene durch seinen Trichter und schließt die Frauen zur Gänze aus, weil sich ja so wenige beworben haben. Das ist aber diskriminierend. Wiederum bedarf es hier den Menschen, dass er als Programmierer einschreitet, als Mensch mit der Fähigkeit, logisch zu denken und den Algorithmus dahingehend zu bringen, dass er auf diese Diskriminierung achtet. Es gibt derzeit in der EU leider nur Richtlinien, dass man auf diese Punkte achtet, aber keine gesetzlichen Verpflichtungen. Deshalb gilt es, diese Gesetze im Algorithmus vom Menschen mit einzubinden, wo wieder der Mensch an oberster Stelle agiert, weil ethische und rechtliche Konsequenzen damit verhindert werden können. Der Mensch ist Erfinder, Nutzer und Verbraucher von digitaler Technik, von Produkten und deren Dienstleistungen. Das Wichtige ist aber, dass in der digitalen Transformation der Mensch immer an der ersten Stelle bleibt. Denn am Ende zählt der Mensch. Danke. Super, Julia, danke. Schön. Das wieder auf den Menschen zurückzubringen. Ja. Also ich glaube, das ist ganz spannend. Wir haben das heute im Vormittag auch schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, man kommt nicht drum herum. Wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Du hast es sogar gesagt, dein Herzensthema. Nicht? Ich finde es spannend. Du machst Business Flow How. Du hilfst jungen, neuen Unternehmerinnen wirklich Fuß zu fassen. Was motiviert dich, einfach anderen Leuten dabei zu helfen, ihren Traum zu verwirklichen? Ja, genau. Also was mich sehr, sehr motiviert, das sind die letzten 15 Jahre Arbeitserfahrung, dass ich mich um das Wie kümmere, also quasi den Rahmen rundherum habe, aus dem juristischen, aus dem betriebswirtschaftlichen, dass ich Startups und Gründungen mit begleiten kann.
aber meine Kundinnen wissen eben das Warum. Und was ich oft erlebt habe, wenn ich ihnen dann quasi diese Strategie mitgebe und wir an dem arbeiten, dass sie ein Stück weiterkommen und Erfolg haben und sagen, ja, yeah, jetzt habe ich das verstanden oder genau so geht es oder jetzt bin ich rechtssicher unterwegs. Aber es hakt dann auch noch einmal so an immer am gleichen Thema, nämlich am Thema Mindset. Mhm. Und das ist das, was mich jetzt wirklich heute hier und jetzt so bewegt, dass ich sage, um das Wie brauchst du dich nicht kümmern, mhm. weiß dein Warum. Aber wir schauen immer wieder hinter die Fassade, weil ich selbst empfinde, aus eigener Erfahrung und auch meine Kundinnen alle, haben wir so gewisse Themen, die uns blockieren und die Blockaden dürfen wir dann gemeinsam sprengen. Toll, wirklich schön. Bitte wiederum, wenn es von Ihnen Fragen gibt, freue mich. Wir freuen uns darüber. Also, was für wen ist Business Flow How? Ist es für große Organisationen, für wirklich Einzelpersonen? Mit wem arbeitest du am liebsten? Genau, also derzeit bin ich sehr, sehr, sehr spezialisiert auf Frauen, weil ich auf die Weiblichkeit, auf dieses zyklische Arbeiten, auf die inneren Energien so quasi sehr gut eingehen kann. Und aus eigener Erfahrung ist es dann genauso die Abteilungsleiterin, die Geschäftsführerin und alle Frauen, die ein Business bereits haben und da quasi so aufs nächste Level gerne gehen möchten. Und das schaue ich mir einfach immer ganzheitlich an. Das heißt, das ist so ja, meine perfekte Zielgruppe. Sehr schön. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob deine Hand oben ist. Ich glaube nicht im Moment. Podcast. Noch einfach, um noch ein bisschen mehr, damit noch ein bisschen mehr los ist. Erzähl uns darum. Worum geht es bei deinem Podcast? Ja, genau. Also mein Unternehmen habe ich gegründet mit Business Flow How. Das steht eben darum, dass ich mit deinem, also dein Business so irgendwie in den Flow bringe, indem ich mein Know-how und deine Expertise zusammenführe. Und aufgrund von diesen ganz, ganz vielen Gründungsfragen und Gründungsthematik, die sich ständig wiederholt und auch die Mindset-Themen, die mit einfließen, möchte ich da einfach einen absoluten Mehrwert bieten und liefern, dass ich das in einem Podcast gesammelt aussenden kann. Und das hat sich schon vor Jahren so ein bisschen angekündigt, dass ich gleiche Fragen echt so gedacht habe, soll ich das mal in so einer E-Mail zusammenfassen oder wie schicke ich das auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis raus? Und der Podcast heißt Start Business Live. Das heißt, es geht ums Gründen, Blockaden sprengen, losstarten, loslegen, alles rund ums Business. Und Live steht dann für das Ganzheitliche, dass man Familie, Business, Hobbys und das Mindset eben unter einen Hut bringt. Wo finde ich ihn und wann gibt es den? Ja, genau, der startet am 4. Oktober, am Montag. Ich launche den Podcast dann täglich, bis eine Woche später am Montag dann die letzte Folge rausgeht und dann werde ich 14-tägig auf allen gängigen Plattformen, Apple, Google und Spotify, überall zu hören sein. Super. Weißt du was, ich würde sagen, wenn du noch nicht den Logistik-Sommer likest auf Facebook und auf LinkedIn, dann verlink uns doch und dann würden wir natürlich auch gerne dich präsentieren und dich als Speaker da weiter promoten. Ganz sehr toll. Gerne, sehr gerne. Cool. Weil das muss man sagen, nicht? Also wir sind heute hier, eine Gruppe, 100 Leute, die wir die Chance haben, dir live zuzuhören und die Chance haben, mit dir persönlich zu sprechen. Online ein paar 100 Leute, die das auch live mitbekommen, aber diesen Talk, das haben wir uns vorgenommen, den werden wir im nächsten Jahr, in den nächsten Wochen, Monaten auf unserer Webseite live stellen und dann kann man den liken und linken und wirklich, also das, was heute hier passiert, ist etwas, was sich fortpflanzen wird. Dieses Wissenswerte, dieses Spannende ist was nicht mit dem heutigen Tage wieder vorbeigeht, sondern wo wir hoffentlich eine Community schaffen. Das ist die Idee, dass wir alle es schaffen, zusammen über das ganze Jahr hinweg in Kontakt zu bleiben. Im Kontakt bleiben heißt auch kurz mal Pause machen. Jetzt mal 30 Minuten Kaffeepause und dann klinken wir uns ein für den zweiten Block am Nachmittag. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.